von der Region für die Region. Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV, eurem Regionalsender von der Region für die Region. Ihr habt in letzter Zeit einen bestimmten Beitrag verpasst? Dann schaut vorbei in unserer Mediathek. Hier werdet ihr bestimmt fündig. Hier nun die Themen für diese Woche. Eine Woche voller Eindrücke. Die Praktikumswoche der Mittelschule Langkampfen steht kurz bevor. Ein Wochenende voller Party. Bei den Events von Grubers war wieder einiges geboten. Ein Tag voller Lehrlinge. Bei Spar empfing man seinen neuen Auszubildenden. Stunden voller Charme. Der Ursprungsmarkt in Niederndorf als Treffpunkt der Gemeinde. Wohin des Weges? Für junge Menschen sind die Optionen nach dem Erreichen der Pflichtschulreife oft unbegrenzt. Mit der Praktikumswoche gibt die MS Langkampfen erste Orientierungshilfe für die Zukunft. Bevor die Schüler in ihre jeweiligen Betriebe reinschnuppern werden, schauten wir bei der Mittelschule vorbei, um uns einen Eindruck zu machen. Und zwar direkt nach der Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Willkommen in der Welt der zeitlosen Eleganz. In jedem Detail steckt die Essenz von Können, Hingabe und Handwerkskunst. Und nun das Meisterwerk, geschaffen von den Händen derjenigen, die das Geheimnis in Kunst verwandeln. Wir machen Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Werbung Ende! Die Spannung in der Mittelschule Langkampfen steigt. Die heurige Praktikumswoche steht nämlich kurz bevor. Also wir haben seit 20 Jahren mittlerweile diese berufspraktischen Tage, wo wir den Viertklässlern die Möglichkeit geben, eine Woche lang in ein oder zwei verschiedene Betriebe ein Berufspraktikum zu absolvieren. Mittelschulkinder nutzen die Möglichkeit, um in 25 heimischen Betrieben reinzuschnuppern. Ich finde das eine ganz wichtige Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler, wenn es auch ganz schwierig ist, dass man mit dem Alter 14, 15 Jahre einen Berufswunsch sie heraussucht. Aber allein schon das, wenn man sieht, was einem nicht gefällt, ist schon eine ganz wertvolle Erkenntnis und grenzt den Bereich von den möglichen Berufsmöglichkeiten dann schon deutlich ein. Aber wir haben auch ganz oft wirklich Schülerinnen und Schüler, die dann in dem Beruf, wo sie geschnuppert haben bei uns, weil das so der erste bleibende Eindruck und der erste Kontakt zur Berufswelt war, dann auch später wirklich angefangen haben, eine Lehre zu machen oder auch in einer höheren Position später eingestiegen sind. Fragten die Jugendlichen, warum sie sich für ihren Betrieb entschieden haben. Weil ich von klein auf schon immer bei der Schule also irgendwas mit Kindern tun wollte, weil ich mag das gern. Und Kinder was beibringen, ja, das gefällt mir einfach. Weil ich gern möchte, einmal irgendwann einmal in meiner Berufszeit mit KW und so verlegen und einfach Sachen zusammenbauen oder reparieren. Und das tut mich interessieren auch. Ich habe schon früher oft auf meinen kleinen Bruder aufgepasst und ich habe manchmal ein bisschen geholfen beim Lernen und es hat mir einfach voll viel Spaß gemacht und deswegen schnuppere ich da. Also ich kenne einen, der arbeitet da und er hat halt gefragt, ob ich das ausprobieren möchte, weil er glaubt hat, dass mir das taugt und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es einmal aus.
gewisse Nervosität ist spürbar. Doch nichtsdestotrotz sind die Schüler freudiger Erwartung. Ja, also ich hoffe, dass ich viel machen kann, also dass ich halt die Lehrerin auch unterstützen kann. Ich hoffe einfach, dass ich viel Spaß mit den Kindern habe und dass ich einfach ihnen auch vielleicht ganz kurz ein bisschen so was erklären kann, zum Beispiel eine Aufgabe und so. Und ich hoffe, dass wir es einfach lustig haben zusammen. Ja, ich wollte ein bisschen was lernen, was schneiden, über das Filmen. Ja, also wenn jetzt so Filme werden könnte, cool, dann dauert es nicht nachsam. War schon cool auf jeden Fall. Ja, aber ich muss mal schauen, wie mir das taugt. Also beim Programmieren, da werden auch so Apps oder so programmiert, Webseiten oder sowas. Das finde ich richtig interessant. Also, dass ich viel Spaß habe beim Arbeiten und dass es halt toll ist. Ja, es sind immer wieder mal persönliche Highlights, die man natürlich als Schulleiter ganz gern hört, wenn man unsere Schnupperpraktikanten und Praktikantinnen dann besuchen und die Lehrherren begeistert sind, dass das so gut funktioniert. Also, dass sie höflich sind, dass sie pünktlich sind. Alles so Schlüsselqualifikationen, auf die wir sehr viel Wert legen, auch im allgemeinen Unterricht, dass das mitkommt. Und wenn wir sowas hören, das gefreut dann natürlich. Und ganz speziell in Erinnerung geblieben ist mir, dass oft einmal Firmen im Nachhinein dann bei uns in der Schule angerufen haben und den Kontakt wiederherstellen wollten zu dem Schnupperpraktikanten oder Praktikantin, weil sie sich wirklich aktiv angeworben haben, weil sie gesagt haben, den oder die, die wollen wir in unserem Betrieb. Die Schüler der Mittelschule Langkampfen scheinen bereit zu sein für die vielleicht spannendste Unterrichtswoche des Jahres. Bereits in der nächsten Sendung berichten wir von Kufstein TV aus den ersten Betrieben und schauen Sophie, Lennox und all den anderen dabei über die Schulter. Nächste Woche auf Kufstein TV. Das Grubers aus Angerberg brachte mit seinen letzten Veranstaltungen den Kundler Gemeindesaal wieder zum Beben. Innerhalb von einem Wochenende war sowohl für Tanzwütige als auch für Freunde der härteren Klänge viel geboten. Zukünftige Event-Highlights folgen im Anschluss mit den QTV-Veranstaltungstipps. Endlich war es wieder soweit. Das Grubers lud zu seiner legendären Ü30-Party in den Kundler Gemeindesaal. Heute ist es endlich soweit. Jahrelang bin ich nur immer Gast gewesen bei den Ü30-Partys und jetzt habe ich einmal die Chance, endlich auf einer legendären Ü30-Party auflegen. Ich freue mich auf euch. Auf geht's. Party ab! Ü30-Party hat sich in der Region schon längst als Event-Highlight etabliert. Das ist eigentlich aus denen entstanden. Wir machen einfach brutal viele Veranstaltungen aus Kletterer und sind eigentlich überall dabei, ob das der Landjugendball ist und. Aber es gibt eigentlich keine Veranstaltungen, wo man jetzt so, sage ich jetzt einmal, zwischen 25 und 65 hingeht. Und da ist mir mal die Idee gekommen, eigentlich so diese Ü30-Party. Die ganzen Leute, die kommen, taugt das volle. Also wir sehen zum Beispiel, die haben bei den Ü30-Partys, da möchtest du gerade schnell zu der Bar gehen. Du triffst auf 10 Meter, triffst 10 Leute, die du 15 Jahre nicht mehr gesehen hast. Und wenn das nicht eine super Sache ist, dann, und für das steht der Aufwand natürlich dafür, dass man sich das so tut. Und wenn wir was machen, dann machen wir es gescheit. Eines von den ersten Sachen, die wir gehabt haben, habe ich mir gedacht, ich kenne Stonewall von Ischow Kerst, da war ich noch, keine Ahnung, 15 Jahre. Und die haben mit denen sehr viel gemacht, die Gartenpartys und. Und habe ich mir gedacht, wir konnten wieder ein Konzert machen, aber da möchte ich Stonewall wieder in der Originalbesetzung, also Red Bull Blue. Und durch Manfred sind wir noch ins Ring gekommen und das war jetzt eigentlich, glaube ich, eines von den Highlights am Anfang, dass wir wieder Stonewall zusammengebracht haben.
und so wie, ja, und man steigert sich. Doch eine Veranstaltung war den Grubers noch nicht genug. Natürlich bin ich im tiefsten Innern bin ich aber Mettler. Und da habe ich mir gedacht, das darf man ein bisschen kombinieren. Wenn wir schon eine Anlage für ein gescheites Konzert aufbauen, dann darf man das gleich mit der Ü30-Party kombinieren. Und aus denen ist das entstanden, das machen wir im Frühjahr und einmal im Herbst. Gibt es aber am Freitag Ü30 und am Samstag gibt es noch ein gescheites Rock-Event. Also heuer haben wir die Disco Night, Disco Fox. Und Samstag ist Metallica. Okay, einige von euch vorne. Was ist mit dem Rest? Do you want heaven? Sepultura! Wir unterhielten uns vor ihrem Konzert mit der Band aus dem Großraum Koblenz und erfuhren dabei, was sie so besonders macht. Metallica gibt es seit etwa 15 Jahren. Dieses Line-Up, was ihr seht, ist stabil seit 6, 7. Und ja, übrig geblieben sind die, die es am ernstesten meinen und die am meisten Bock darauf haben. Und man kann sagen, wir sind Deutschlands gefragteste Metallica Tribute Show. Und zumindest für mich gilt das, die erste Metallica Tribute Show in Österreich. Ich freue mich sehr. Metallica studierten ihr großes Vorbild akkurat und liefern so jedes Mal eine authentische Bühnenshow ab. Also für uns ist es ja die erste Show in Österreich und eben auch noch in Tirol. Freuen wir uns sehr drüber. Und ja, was uns vielleicht ein bisschen von anderen Metallica Tribute Acts auch noch abhebt, ist eine aufwendige Videoshow, die wir euch zeigen und natürlich mit vieler guter Musik. Der Abend in Kundl war vollgespickt mit Klassikern sowie vergessenen Favoriten aus 40 Jahren Metallica-Geschichte. Wir hoffen natürlich auf jede Menge Metallica-Fans, aber wollen natürlich auch allen anderen Rockmusikbegeisterten hier eine geile Show bieten. Wir sind nämlich selbst auch Metallica-Fans. Wir haben schon ganz viele Shows selbst erlebt, sind über die Jahre schon in den 80ern bei Metallica gewesen, in den 90ern, jetzt ganz aktuell wieder auf der letzten Tour. Und diese Begeisterung wollen wir natürlich auch an euch weitergeben. Begeistert war das Publikum allemal. Das Österreich-Debüt der deutschen Tribute-Band war vom ersten bis zum letzten Riff ein voller Erfolg. Metallica! Nee, wir freuen uns auf euch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Kinderfreunde Würgl laden zum großen Kinonachmittag für Jung und auch für Älter. Gezeigt wird Toy Story 4, der neueste Teil der Disney-Pixar-Reihe und all das bei freiem Eintritt. Zum guten Kinonachmittag gehört freilich auch Popcorn dazu. Also worauf wartet ihr noch? Erzählt euren Freunden davon und verbringt mit ihnen eine schöne Zeit. Die Kinderfreunde Würgl freuen sich auf euer Kommen. Mit ihrem neuen Programm Radikal Inkonsequent überrascht Künstlerin Eva Maria Marold wieder mal mit ihrer Vielseitigkeit.
Von A wie Appa bis Z wie Zappa entführt uns die gebürtige Burgenländerin in die Welt der Musik. Eva singt laut, hoch und mit viel Herz. Dazwischen macht sie den ein oder anderen Scherz. Die wunderliche Gastronomie öffnet bereits um 18:30 Uhr. Zubereitet werden köstliche Speisen und das ganz fleißig. Am Freitag, den 17. November, da ist soweit. Drum macht euch bereit und schaut vorbei, hier im Kulturquartier. Der Niederndorfer Ursprungsmarkt steht diesmal im Zeichen der Weihnacht. Wie gewohnt warten auf die Besucher kulinarische Schmankerln und regionale Handwerkskunst. Ob Adventkränze, kleine und große Geschenke, Dekorationen oder Kircheln, Glühwein, Punsch und Kekse. Der Ursprungsmarkt stimmt auf die besinnliche Jahreszeit ein. Die Organisatoren freuen sich am Sonntag, den 26. November ab 9 Uhr auf dein Kommen. Hoffnung und Elend an den Rändern Europas. Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos folgte Pascal Violo seinem Impuls, den notleidenden Menschen dort zu helfen. Er motivierte sein persönliches Umfeld, ihn dabei zu unterstützen. Das war die Geburtsstunde des Vereins Karawane der Menschlichkeit. Im Rahmen der Kufsteiner Nachgespräche berichtet Violo von schier unüberwindbaren Hürden auf der gemeinsamen Mission, aber auch von berührenden und erheiternden Momenten. Pascal Violos Reportage von den Flüchtlingscamps am 23. November ab 19.30 Uhr im Kulturquartier Kufstein. Zum letzten Mal in diesem Jahr heißt es bei Klangfarben Kufstein The Art of Solo. Für den gebührenden Abschluss sorgen zwei Ausnahmekünstlerinnen aus dem Norden Europas. Fogel aus Schweden bewegt sich im Feld zwischen experimenteller Klangkunst und sensiblen Popmelodien. Während die Britin Jo Quayle virtuose Cellotöne mit reduzierten Electronics vereint. The Art of Solo, die doppelte Solokunst. Am 15. November ab 20 Uhr in der Kulturfabrik Kufstein. Zeit für das Tiroler Derby in der zweiten Basketball-Bundesliga. Präsentiert von den Tiroler Immobilien. Die Kufsteindauers empfangen am 25. November ab 18.30 Uhr die Raiders aus Innsbruck. Und die Zeichen stehen bei den Festungsstädtern voll auf Sieg. Vor Ort heizen DJ B-Baddy und ein Tanzteam die Stimmung an. Mit Gewinnspielen und Buffet wird dieses besondere Match zum Event für die ganze Familie. In diesem Sinne, let's go Towers! Sei dabei bei der Kufsteiner Gemeinderatssitzung, live auf Kufstein TV. Erfahre die neuesten Beschlüsse und Abstimmungen in der Festungsstadt. Am Mittwoch um 17 Uhr. Schalte ein und sei ganz nah dabei, wenn die politischen Entscheidungsträger ihre Belange vortragen und diskutieren. Live zu sehen online und hier auf Kufstein TV. Der Ursprungsmarkt in Niederndorf zählt seit geraumer Zeit zu den Fixpunkten des Gemeindelebens. Kurz vor der neuen Auflage Ende November werfen wir einen Blick zurück auf die letzte Veranstaltung im Frühling. Der Ursprungsmarkt in Niederndorf verzaubert mit Handwerkskunst und Kulinarik ein ums andere Mal die gesamte Dorfgemeinschaft. Initiatorin Claudia Speiser hatte den Wunsch, regionalen Händlern eine zentrale Plattform zu bieten. Ich habe das ins Leben gerufen, den Ursprungsmarkt, weil ich gerne wollte, dass Aussteller, also verschiedene sichtbar werden, dass man weiß, dass man auch vor Ort einkaufen gehen kann, dass man Geschenksartikel alles auch im Ort bekommt und nicht immer weiß gut, wo ich hinfahren muss. Unter den Ausstellern war auch die Imkerin Maria Koller aus Rettenschöss. Ich habe eigentlich alles rund um die Biene dabei. Natürlich einen regionalen Honig darf da nicht fehlen,
Wachskompressen, wie in Kinderhusten haben zum Beispiel, und auch Propolis oder Honiglikör haben wir auch dabei. Die Imkerei ist sehr viel Arbeit. Es steckt sehr viel Herzblut auch drinnen und ja, so jetzt direkt in Zeit kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber auf alle Fälle ein aufwendiges Hobby oder auch Nebenerwerb. Die Organisatorin selbst war ebenso vertreten. Mit im Gepäck ihre selbstgemachten Unikate. Ich mache Taschen aller Art, für Filztasche, Handtasche, Taschen zum Dirndlkleid passend. Kann man sich bei mir die Stoffe aussuchen. Ich arbeite gerne mit Leid und tue gerne handwerklich. Also nähen tue ich gerne und das hat sich so entwickelt einfach. Das Dorf trifft sie und feiert gerne und kann sie austauschen. Und das ist gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Ein bisschen über 10 Jahre habe ich jetzt meine Bienen. Habe auch mittlerweile die Ausbildung zum Imkermeister gemacht und wir haben verschiedene Honige, je nachdem, was uns halt auch die Natur schenkt in dem Jahr. Waldhonig, Frühjahrsblütenhonig oder auch zum Beispiel die Almrosen, wenn wir in die Almrosen mit den Bienen wandern. Da dürfen die Bienen dann auf die Alm sozusagen. So viel Shopping machte hungrig. Abhilfe schuf das vielseitige kulinarische Angebot. Kulinarisch haben wir heute Kaiserweiß mit Kasperzl da. Das erste Mal jetzt, dass sie mit tun. Genau, aus den umliegenden, von den Bauern an Kas. Und die Spatzl sind auch regional, die Eier sind regional, sogar der Zwiebel. Für die Bayerinnen, die machen ausgezogene Nudeln, haben einen Kaffee und einen Kuchen dabei. Der Niederndorfer Ursprungsmarkt hat sich als Treffpunkt der Gemeinde etabliert. Oder wie heißt es so schön? Wo immer sich eine Katze niederlässt, wird das Glück sich finden. Nächste Woche auf Kufstein TV. Auftakt für die Praktikumswoche der NMS. Mit mehr als 2300 Lehrlingen ist die Firma Spar der größte Ausbildungsbetrieb in ganz Österreich. Allein in Tirol sind derzeit rund 300 zukünftige Fachkräfte beschäftigt. Beim großen Kick-Off-Event wurden die Lehrlinge von 2023 willkommen geheißen und mit ihrem neuen Arbeitgeber vertraut gemacht. Impressionen vom Kick-Off-Day folgen gleich nach der Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Haben beinahe 100 neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei Spar, dem größten Lehrlingsausbildner Österreichs, begonnen. Wir begrüßen heute unsere neuen Lehrlinge, die im Jahr 2023 die Lehre bei Spar gestartet haben, bei unserer Kickoff-Veranstaltung. Das soll für die Jugendlichen ein Kennenlerntag sein und einfach ein erfolgreicher Start in ihre Lehrzeit bei Spar. Für eine rasche Integrierung in den Arbeitsalltag wird den Nachwuchskräften eine direkte Ansprechperson zur Seite gestellt. Ich bin der Lehrlingsbuddy von Tirol und unterstütze die ganzen Lehrlinge, wo sie überall Hilfe brauchen. Ich stehe den Lehrlingen in Salzburger Bundesland zur Verfügung, wenn sie Fragen haben, wenn sie Probleme haben und wenn sie in der Filiale nicht weiterkommen. Eine Besonderheit sind die Spar-Akademie-Klassen in Kufstein, bei denen praxisnahes Arbeiten im Fokus steht. Beim Kick-Off-Tag wurden die Jugendlichen auch darüber genau informiert. Wir haben Führungen in der Interspar-Bäckerei, in der Tannenproduktion und auch in der Logistik. Und natürlich, ganz wichtig, die gesamte Lehrlingsausbildung wird auch noch einmal durchbesprochen.
zukünftigen Fachkräfte von Spar fühlten sich jedenfalls gut aufgenommen. Es bestätigt wirklich, dass ich echt beim Spar bleiben möchte, weil es ist ein super Betrieb und ich habe Freude daran, da zu arbeiten. Der Kick-Off Day war nicht nur ein ungezwungener Start für die neuen Sparlehrlinge, sondern auch der erste Meilenstein auf einer bedeutsamen Reise. Das war's mit Kufstein TV für diese Woche. In der nächsten Ausgabe begleiten wir einige der Mittelschüler während ihres Praktikums. Vergesst also nicht, wieder einzuschalten. Bis dahin, alles Liebe, euer Georg Anker. Von der Region für die Region.